Hallo und herzlich willkommen auf der Eurobike in Friedrichshafen. Hinter mir sehen Sie die Messehallen, in denen rund 1000 Aussteller die Neuigkeiten für das Jahr 2011 präsentieren. Rennrad TV wird sich für Sie in den Hallen umschauen und wird Ihnen präsentieren, was im kommenden Jahr auf Sie wartet. Kommen Sie mit und haben Sie viel Spaß. Hallo und guten Tag, wir sind hier am Stand von O-Science. Bei mir ist der Lennart Quecke. Hallo Lennart, was habt ihr Neues für die Eurobike? Ja, hallo, ich habe hier das Navi to Move mitgebracht. Ein Einsteigerbereich, Einsteigergerät für den Navigationsbereich für 149 Euro. Wie funktioniert es? Es ist ein Roadbook, was GPS-basiert arbeitet. Ich kann über eine Planungssoftware die Google Maps und OpenStreetMap verwendet, mir Wegpunkte setzen und diese dann entsprechend hier raufladen. Zu diesen Wegpunkten kann ich immer angeben, was ich an diesem Wegpunkt machen soll, wie zum Beispiel links oder rechts abbiegen. Das kann ich dann hier entsprechend darstellen. Ich sehe, okay, der nächste Wegpunkt befindet sich in die Richtung und wenn ich angekommen bin, habe ich meinen Abbiegepfeil, der mir dann indiziert, okay, links oder rechts halten. Zusätzlich mit der Distanzangabe kann ich natürlich klar nachvollziehen, okay, in 10 Metern oder 15 Metern muss ich dann entsprechend abbiegen. Weiter kann das Gerät Daten aufzeichnen, das bedeutet, ich kann mir wirklich anschauen, was ich getan habe. Und Standard-Radfunktionen wie Geschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit und sogar Höhenmessung ist ebenfalls integriert. Euer Motto ist ja quasi Simplify Biking sozusagen. Wie wurde das in dem Gerät umgesetzt? Ja, einerseits wollten wir die ganze Navigation etwas schlanker halten, also ohne kleine Karten, wo ich vielleicht Schwierigkeiten habe, wirklich zu erkennen, wo ich lang muss. Hier habe ich wirklich einen Pfeil, wo ich vorausschauend sehen kann, in 500 Metern muss ich links abbiegen, kann dementsprechend auch zügig um die Kurven fahren. Der nächste Schritt ist natürlich unsere Fernbedienung, die wir an den Lenkern haben. Das bedeutet, wenn ich das Gerät am Lenker habe, kann ich hier ziemlich einfach direkt am Lenker das Gerät bedienen, ohne dass ich wirklich meinen Lenker loslassen muss, was den Komfort der Bedienung enorm steigert. Nun sind ja eure ganzen Modelle auch einfach gehalten. Wie einfach ist der Preis? Ja, der Preis, wie schon am Anfang erwähnt, für 149 Euro ist man dabei. Was habt ihr weiterhin in der Pipeline für die nächsten Jahre? Ja, 2011 wird hoffentlich unser großes Projekt fertig, das ist das ICP. Wir haben jetzt einen Eurobike Award auch schon für das Projekt Vorstellung bekommen. Man sieht es da drüben, es ist ein Kraft-Leistungsmesspedal, was etwas weiter geht als nur Leistungsmessung. Ich kann einerseits die Balance zwischen meinen linken und rechten Beinen darstellen und zusätzlich kann ich noch erfassen, wie die Kraft ins Pedal eingeleitet wird. Das hat den Vorteil, ich kann sehen, an welcher Stelle ich ziehe oder drücke und somit auch meinen Tritt analysieren, um so effizienter in der Zukunft zu werden. Ab wann gedenkt ihr, das Pedal auf den Markt zu bringen? Im Laufe des nächsten Jahres. Genaue Zeitpunkte können wir aufgrund des Entwicklungsstandes noch nicht klar sagen. Nun sind ja die ganzen Leistungsmesssysteme wie SRM, PowerTap und was es sonst noch so gibt, relativ teuer. Wie geht ihr an die Sache heran? Wird das günstiger werden? Ja, preislich wollen wir uns schon unter den bisherigen Systemen wie SRM ansiedeln. Sicherlich wird es ein Preisbereich zwischen 1000 und 1500 Euro sein. Klare Zahlen wird es dann vor der Erscheinung dann geben. Zielgruppe? Zielgruppe, die Leistungssportler natürlich in erster Linie, die einerseits ihre Trainingssteuerung dort mit umsetzen wollen und andererseits eben auch diejenigen sagen wollen, okay, ich möchte effizienter werden, einerseits über die Einstellung meiner Sitzposition zum Beispiel, die ich dadurch besser kontrollieren kann oder eben einfach durch die Tritttechnik, die ich damit ein bisschen einen Feinschliff verpassen kann. Dann danke für das Gespräch. Glückwunsch für den Eurobike Award. Haben wir wieder was dazugelernt. Auf Wiedersehen.